frage mich gerade, warum guckt man eigentlich Let's Plays? Irgendwer meinte mal, Leute gucken Let's Plays, um so ein bisschen was von dem Spiel zu sehen. Eventuell wollen sie es ja kaufen. Das mache ich zum Beispiel. Wenn ich ein Spiel kaufen möchte, aber nicht weiß, wie es ist. Also ich finde es interessant von der Idee her und sowas. Oder das, was ich gesehen habe. Das ist so ein Ding. Dann gucke ich mir ein Video dazu an. Und wenn es mir gefällt, hole ich es mir. Und wenn nicht, dann nicht. Oder wenn ich ein Spiel habe, was ich eigentlich mir nicht holen kann oder so, weil ich kein Geld habe zu der Zeit. Dann gucke ich mir auch lieber ein bisschen Let's Play an. Wenn es mich wirklich sehr interessiert. Wenn es mich zu sehr interessiert. Ansonsten will ich mich auch nicht spoilern. Damals bei Fallout 4 zum Beispiel habe ich mir keine Videos angeguckt, um mich nicht zu spoilern. Und als ich das Spiel dann gespielt habe, es war so schön. Es war ein gutes Spiel. Vielleicht das Ende ein bisschen beknackt. Eins von vielen. Aber es ist gut. Weil das Ende eines Spiels ist immer so schwierig. Es muss mich glücklich machen. Aber ja, ne, es ist schwierig zu erklären. Es kann mich auch traurig machen. Es macht mich sowieso traurig. Jedes Spiel, was ein Ende hat, macht mich traurig. Haha, jedes Spiel hat ein Ende. Aber immer macht es mich traurig. Weil etwas, was ich gerne hatte, zu Ende ist. Das habe ich bei Anime-Serien meist. Oder Spielen. Aber ich bin glücklich über das Ende dann. Ich kriege ja total die Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, so, ne? Und dran denke. Ich einfach nur traurig bin, wenn so ein Spiel, was ich wochenlang gespielt habe, zum Beispiel, und dann ist es einfach zu Ende und dann. Da wird man schon ein bisschen traurig. Jedes Mal. Aber kann man nichts ändern. Ende ist Ende. Ne? Was tut sie denn? Ich drücke den verschissenen Knopf und sie tut einfach nichts. Springt einfach mal dran vorbei, ne? Ich fass es nicht, das hat sie schon so oft gemacht, ne? Schon wieder, schon wieder! Ich dreh durch bei sowas, ne? Ja, ich weiß, wie es geht, Mann! Sowas regt mich auf, ey! Los! Jetzt klettern wir mal ganz, ganz langsam bis zum Rand und springen dann, ne? So. So, und jetzt halte ich fest. Blöde Kuh. Halte ich fest. Mann, das regt mich echt auf manchmal, ne? Ich bin kein aggressiver Mensch, aber solche Sachen, ey. Aha. Geht's ja nicht hin. Ich weiß gar nicht, was meine Aufgabe gerade ist. Ist es höhere Weg? Ja.
Was ist denn überhaupt meine Aufgabe? Ich bin zu doof zum Lesen. Ich sehe die Buchstaben, aber ich krieg sie nicht aneinandergereiht. Ich denke mir, was geht da? Betreten Sie die Forschungsbasis. Boah, das habe ich öfters mal, dass ich einfach so. Ich sehe die Wörter, ich kenne die Wörter, aber ich kann sie nicht lesen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht bin ich einfach nur behindert. So ein bisschen behindert manchmal. Oh. Nee. Gott, das geht nicht. Oh, schon wieder. Kann ich nochmal ziehen? Nö. Vielleicht verblöde ich auch einfach langsam. Nee. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, was tut sie denn? Ah, ich bin eine blöde Kuh. Ah. Gott, Mann. Boah, Telefon. Was willst du, Telefon? Oh, Livestream von den zwei Quarkfröschen. Jetzt mache ich tonlos, so. Die zwei Quarkfrösche, ey. Ja, das ist Mittwoch. Eigentlich wollte ich Serie schauen, aber kann ja auch sein lassen. Tata! Das ist noch schöner. Was wollen wir machen hier? Da in dem Grab sind scheiß Oni. Wir haben Befehle vom Boss. Keiner darf rein oder raus. Wir töten alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Hast du der OMS-Crew zugehört? Ja. Sie sagten, ein paar Jungs sind zum Bergen rein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich, Bruder. Die Mistkerle denken sich das aus. Glaub einfach nichts davon. Nee, so, ich will mal was ausprobieren. Kann ich doch so ein bisschen geheimnisvoll so rumsneakern und Leute abknallen. Ah, scheiße. Mein Loot, no! Oh, fuck. Aber wo soll ich jetzt hin? Dahin. Kann ich da oben rumklettern? Yo. Ist auch so ein bisschen auffällig, ne? Die Lampe hier. Es sind immer wieder so unterschwellig, oder wie sich das nennt, Tipps, wo es lang geht. Ne? So, wo kommt das jetzt fest? Und oh. Oh. Boah, das hasse ich an dem Xbox 360 Controller so sehr. Immer ist dieses D-Pad oder wie sich das nennt. So Dienst und verrutscht immer. Auf irgendwelche anderen Tasten. Vielleicht sollte ich mal überlegen, mir einen neuen Controller zu kaufen. Aber keinen 360er, sondern dann einen Xbox One. Gibt es Xbox One Controller mit Kabel? Ich brauche nämlich Kabel. Ich mich irgendwie. Nee, will ich keinen. Funk-Controller. Für PC sowieso nicht. Das ist mit Kabel lieber.
Aber ich habe gehört, der Xbox 3, Quatsch, One Controller ist ein bisschen kleiner als der, den ich jetzt habe, den 360er. Ich habe keine Xbox, darum kenne ich mich damit nicht aus. Ich finde den Controller einfach besser für PC. Der läuft ja auch nicht. Ich meine, den Ding habe ich jetzt auch seit bestimmt 4 Jahren. 4 Jahre? Wirklich schon? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber rund um Pudding bestimmt. Was war das? Was war das schon wieder? Warum reißt die Kamera da rum? So rum. Boah, ich sollte mal echt mal darauf achten, was ich sage. Wie ich was ausspreche. Ich habe das Gefühl, ich nuddel fast den ganzen Tag nur. Das alte Grab, yo, hier alles Grab. Geht's denn hin? Hier runter? Nur da runter. Würdest du sagen, hä? Was ist denn? Was soll ich denn da? Ich hab schon wieder völlig vergessen, dass das geht. Yo, noch so ein Teil. Wie nice, langsam läuft. Ha, jetzt muss ich noch Teile finden. Geocaches finde ich sehr interessant. Manchmal sind die echt witzig. Wie versteckt sind oder so, oder... Hä? So. Manche gibt es mit Rätseln. Muss man erst so verschiedene Rätsel lösen, um dann die Koordinaten davon zu kriegen. Habe ich nie wirklich gemacht. Meistens sind wir als Gruppe unterwegs gewesen. Aber jetzt war ich schon seit einem Jahr fast nicht mehr los. Hier in der Nähe gibt es noch ein paar. Die könnte ich eigentlich mitnehmen, aber ich spiele lieber Pokémon Go. Aber ich könnte das ja irgendwie verbinden. Nächstes Mal, wenn ich Pokémon Go spiele. Scheiße. So viele Leichen. Leise jetzt. Die Oni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Ich dachte, hier wären Schränke, die ich aufdingen muss. Wieso gucken die eigentlich nur nach mir? Oder suchen die nach, Sam? Bestimmt suchen sie uns beide. Wenn ich die Tür aufmache, hören sie uns? Ja, komm. Was war das? Ich war's nicht, es war schon so. So, jetzt kann ich mal schauen hier. Nee. Okay. Sportbogen. Oh. Kampfschrotflinte. Putz. Ändert sich der Bogen dann? Ich muss jetzt mal hier Scheiße hier sammeln. Sonst irgendwas Interessantes hier? Oh, da. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Den Stern? Was für ein Stern?
habe hier noch ein paar Upgrades. Ist das explosive Pfeile? Ach, jetzt kommen die Traumpfeile, die ich mir dachte, dass das jetzt schon die Traumpfeile wären. Wunderschön, das Ganze, sauteuer. Gegengewicht. Gegengewicht? Mit Präzision und Schatten. Oh, wunderschön. Okay, ach, das sind drei Teile. Gegengewicht, Explosiv und durchdringende Pfeile. Moment, was ist das? Was ist das hier? Können schlagen Panzerung und können so mehrere Ziele treffen. Was? Ist die dann einfach stärker? Ja, Durchschlagskraft oder so hieß das, ne? Durchdringende Pfeile, so. Modifizierter Verschluss und Trommelmagazin. Oh! Wo ist es denn? Achso, das ist ein modifizierter Verschluss. Trommelmagazin. Ja, wunderschönes Teil. Wunderbar. Das sind wahrscheinlich die letzten Upgrades. Ja. Leider kann ich mir davor nichts leisten. Weil ich bin ein armes Schwein. Runter. Puh. Diese Uni-Typen machen mir Angst. Bestimmt sehe ich irgendwann einen von denen. Bestimmt sind die unkaputtbar. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Das Grab.